Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Grounded mit Voucher und mit Nerdalterle. Schön, dass ihr zurück seid. Es ist mittlerweile Abend. Ich bin gerade dabei, hier nochmal ein bisschen was vorzubereiten. Heute möchte ich mit euch in dieses Fun-Gebiet Richtung Rasenmäher. Da soll es irgendwo eine Stelle geben, wo was sehr, sehr viel Rost holen kann. Der Grund, warum wir das machen, ist A, weil wir ja in jedes Gebiet irgendwie mal mit einem kleinen Ausflug kurz reingeschaut haben. So haben wir es ja auch hier hinten gemacht an der Stelle. Da müssen wir allerdings auch nochmal hin, ne? Hier gibt es noch einen Chip, hier gibt es noch Sachen zu erledigen. Aber ich würde gerne den Speer bauen und dann diese Schlucht erledigen, so wie wir es vorgehabt haben. Und dann gehen wir tiefer ins Gebiet oben rein. Jetzt pass auf, ich habe mir jetzt gerade mal die Säfte hier geholt, weil ich würde uns nämlich gerne, wenn wir da oben sind, ein bisschen mehr. Ja, komm, wir machen das hier. Das sind die Verbände, die ich mitnehme. Definitiv, die brauchen wir. Ich habe noch 5 fragwürdiger Schlons. Ich würde gerne noch mehr Schlons machen. Ich räume mal ganz kurz weg. Hat er jetzt die Faserverbände weggeräumt? Ne, das sind sie. Nicht alle wahrscheinlich, ne? Den Rost können wir hier lassen. Ich mache den mal oben in diese Kiste rein, weil den brauchen wir dann in Bälde. Dann machen wir hier einmal Pilzkiste, die Pilzdinger rein. Wir nehmen natürlich mit was zum Trinken, was zum Heilen. Puh, mit dem Futter weiß ich jetzt nicht. Da müssen wir mal überlegen, was wir da anstellen. Hast du noch was auf dem Grill gehabt? Nicht wirklich, ne? So, wir brauchen auf jeden Fall 4 Schluck. Ich weiß nicht, wie ich da oben an Wasser komme. Lieber habe ich es dabei, wie es nachsehen. Nee, ich habe schon alles gefuttert wieder. Demnächst mache ich mal eine Runde, wenn ich Zeit finde, und räume hier mal die ganzen Sachen auch ein. Dauerhafter Kaustopper. Ein unerschöpflicher Nahrungsquell. Eine gelegentliche Haben stillt deinen Hunger. Warte mal, geschwind, was ist denn das? Ey, das ist ein Trinketle. Nahrungserzeugung. Ey, der gibt uns irgendwie über Zeit Nahrung, schätze ich mal. Dein Hunger füllt sich im Laufe der Zeit, ohne dass du essen musst. Ach so. Haja, ist gebongt. Lass ich mal an. Gucken wir mal, wie viel der auffüllt, ne? Ey, ist ja witzig, habe ich gar nicht gemerkt. Das war der Hotdog. Das war der Hotdog, den wir abgebaut haben im Sandkasten. Ich hoffe, den haben wir zusammen abgebaut. Ich weiß nur, dass ich ihn abgebaut habe. Haben wir den noch zusammen abgebaut gestern? Ich glaube ja, ne? Auch schön. Schön, schön, schön. Jetzt pass auf, schlonstechnisch. Ich habe noch die 7 Schleim. Ich war jetzt nicht mehr unten im Sproutslager. Da gehen wir demnächst runter. Ich mache jetzt hier kurz Billigschlonze. Ja, mach mal kurz Billigschlonze. Das reicht ja, ne? Ich muss halt wieder farmen demnächst. So, das war's. Ausgeschleimt. Dann haben wir das. Das bleibt natürlich hier. Dann habe ich noch ein Frühstück. Ey, das ist ja richtig genial mit dem Trinket. Das nehme ich jetzt einfach mit. Wenn das ausreichen würde, dass es sich immer so auffüllt, wie wir es brauchen, wäre es natürlich ideal, ne? Komm, wir pennen mal kurz. Wir wollen ja heute auch noch los. Aber zuvor gebe ich mal ganz kurz die Reparaturgeschichte hier wieder weg. Ich gucke nochmal ganz kurz durch, ob ich alles soweit habe, was ich haben möchte. Das mit den Fackeln. Warte mal, warte mal. Das ist jetzt aber die wir die ganze Zeit schon benutzen, gell? Warte mal, ich bin gerade total. Nee, das ist einmal Fackel Plus und einmal Fackel Plus. Die leuchtet einfach nur. Siehst du, jetzt bin ich total drauf ab. Alles klar, ist alles so, wie es war. Das hier ist natürlich ganz klar Puste und Schallerlümpchen. Jetzt pass auf, wir machen es mal folgendermaßen. Hammer, Schaufel, Axt. So, dann haben wir hier die Einhandwaffe Kolben, beziehungsweise die Einhandwaffe, Zweihandwaffen Armbrust, zum Pullen unser Schild. Fackel nehme ich mit, da wird sich mit Sicherheit eine verbrauchen. Das bleibt noch da. Und dann haben wir hier die Wechseltrinkets. Und hier haben wir ein bisschen was zum Heilen. Sehr, sehr geil. Super! Ich sehe auch tatsächlich die Wirkung. Guck mal. Das mit dem Essen funktioniert. Und ich finde, wenn du mich fragst, jetzt gar nicht so schlecht, ne? So, was wir auf jeden Fall machen müssen, wenn wir unterwegs sind. Wir müssen darauf achten, dass wir alles, was Marmor und Quarzitis abbauen, denn wir brauchen jede Menge zum Aufwerten. So, pennen wir kurz hier, dann fahren wir mit der Seilbahn rüber, würde ich sagen. Stecken wir uns noch einmal kurz.
fahren wir mit der Seilbahn rüber und dann gehen wir einfach ins Gebiet rein Richtung Rasenmäher. Respawn-Punkt ist gesetzt. Ich penne 8 Stunden. Wenn wir drüben sind, setzen wir unseren Respawn-Punkt neu. So, jetzt haben wir ja morgens immer das Problem mit dem Essen gehabt, ne? Da dürften wir jetzt ziemlich ausgehungert sein, oder? Wirkt es über Nacht? Nee. Das bleibt. Oder ist gerade ein schönes großes Eichenblatt runtergesaust? So, schon dir mal die Fackel. Vielleicht lässt du sogar eine da, mehr Inventarplatz. Rost ist unser Ziel. Und warum wollen wir Rost holen? Weil unser nächstes größeres Waffenziel der rostige Speer ist. Stechmückending haben wir gestern bekommen, gell? Das Stechmückenrapier ist bestimmt nicht schlecht. Bestimmt nicht schlecht. Hier, 7 Rost brauchen wir, 2 Hammer, versunkene Knochen müssen wir eigentlich auch haben. Lass mich mal ganz kurz ins Lager. Carry me, schalalalala. Wo habe ich den Rost reingelegt? Hier, ne? Da müsste normalerweise Keulknochen haben wir hier. Jo, alles klar. Wir haben, was wir brauchen. So machen wir das jetzt, ja? Rostiger Speer bauen. Dann würde ich sagen, machen wir die Schlucht und dann gehen wir mal oben an hinein in den Wald und Scap im oberen Garten. Das wären so die Ziele. So, den lasse ich hier. Den Saft kann ich hier mal kurz rausnehmen. Schöne Geschichte. Das mit dem Nahrungsauffüller ist echt nicht schlecht. Ist echt nicht schlecht. So, Leute. Bin ziemlich zufrieden. Jetzt essen wir noch die Laus. Na, hau mal ab. So, einmal hier. No water filtration tablets needed. Und hier, und bis ich drüben bin, müsste ich ja fast das Essen komplett aufgefüllt sein. Ja, schöne Geschichte. Wir fahren natürlich gemeinsam. Ich laufe nur einmal kurz um den Baum rum. Guck mal, ich bin nur kurz um den Baum rumgelaufen, einmal stehen geblieben, um die Waffen zu sortieren, die ich dann auf die Leiste gezogen habe. Und der Essensbalken ist voll. Ist das nicht krass? Das ist ja ein super Trinketle. So, Spawnpunkt setzen. Jetzt haben wir natürlich hier schon noch einen etwas weiteren Weg, aber da werden wir später auch eine Seilbahn haben. Wir laufen mal bis zu dem Trinkerle vor. Da vorne ist es so Trinkerle, da laufen wir jetzt einmal kurz gemeinsam rüber. Bist du sauer? Bisschen, oder? So, Leute. Ich will gucken, was an dem Trinkerle gibt. Und von da aus gehen wir dann Kerzen gerade rein. Egal, was uns sich in den Weg stellt. Wir werden es irgendwie probieren zu handeln. Hier nochmal, ne, für uns. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine neutrale Kreatur. Wir haben hier noch einiges offen. Die sind fertig. Die Brutmutter steht noch auf unserem Plan. Die haben wir nicht gescannt. Und alles, was jetzt in der Schlucht drin ist. Und wenn wir die Gasflasche verschlossen haben, kommt es natürlich dann drauf an. Wie sieht es dann aus, ob dann neue, ich glaube, da gibt es dann neue infizierte Tiere. Wenn mich nicht alles täuscht, war es damals so, wenn du die verschlossen hast, gab es infizierte Wolfsspinnen, ne? Habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, was sie können. Die werden wir auf jeden Fall dann mitmachen. So, meine Lieben. Da vorne bis zum Trinkerpäckle laufen wir jetzt hier gemütlich durch. Und dann hoffen wir doch mal. Ich probiere jetzt auch gerade hier, ich bin ja ständig auf der Lumpstaste zum schneller Laufen. Ob sich das auf die Hungerproduktion von dem Trinket auswirkt, das sieht nicht so aus, ne? Können ja trotzdem noch mal ein paar. I spy. Ich muss das kurz angucken. Es sieht aus wie ein Bein von einer Actionfigur, ne? Ja, guck mal. Krassinger. Okay, hier jetzt noch mehr von den Käfern. Und falls wir durch Zufall an den Holzstumpen kommen sollten, da weiß ich, es gibt eins der geilsten Trinkets im Spiel an einem Holzstumpen, den ich noch nie gesehen habe. Da würde ich dann aber sagen, dass wir den absuchen, ne? So, weiter geht's. Wir linsen halt immer mal rein, ne? Das weiß ich zum Beispiel auch nicht mehr. Da muss ich immer wieder mal gucken, bis ich es voll drauf habe. Aufbrechen und frisch. Haben wir eigentlich keine einzige Waffe mit frisch, ne? Wir haben nicht wirklich eine Waffe mit frisch. Ich glaube, ich mache mir den Speer als frische Speer. Wie geheimnisvoll das jetzt hier alles noch ist. Da hinten ist auch eine Röhre.
Hier waren wir dann am Rand schon beim Kolleg. Den müssen wir jetzt nicht unbedingt nochmal mitmachen. Sind das die Feuerameisen? Wo habe ich denn die eigentlich gescannt? Rote Kriegerameise. Haben die dann ein anderes Symbol gekriegt? Ne, Feuerameisen, auch frisch. Ja gut, aber die kriege ich ja wahrscheinlich mit meinem... Wo sind sie? Du Gammler. Der ist noch übler, gell? Ich merke gerade, dass ich, ich blocke eigentlich die ganze Zeit, allerdings von einem anderen Spiel die Tastenbelegung. Deswegen hat es ja geklappt. Ja, die machen schon Damage hier, die Jungs. Gescannt haben wir euch ja, ne? So, nimm mal einen Schlons. Kann schon sein, dass wir da gar nicht so tief reinkommen, wie ich das heute gerne hätte. Die haben hier bestimmt auch einen Bau, ne? Aber ich kann ja im Moment eh nichts anderes wie üben, mit welchen Waffen ich die mache. Ja, wenigstens hier ist bei 6 Schlägen ja auch Feierabend, wenn man trifft, ne? Wenn man trifft. Naja, fast. Ich könnte mir eventuell... Ich muss ja mal kurz umbelegen. Ich mache mal den Bogen hier vorne drauf. Leg die hier drauf. Das passt dann soweit. Weißt du, dass ich auch hinterher schießen kann, wenn mal was ist. Ist das dicht hier. Ziemlich geiles Gebiet, muss ich sagen. Du, das mit der Hungeranzeige ist ja der Knüller, gell? Ich kann jetzt natürlich immer hergehen und sagen, okay, solange wir ausgerüstet sind, schwupp ich den. Und wenn die Hungeranzeige so ein Viertel runter ist? Assel? Knochen. Im Moment laufe ich ganz bewusst am Rand entlang. Erstmal, um alles gemütlich zu entdecken. Sehr spannend. Du weißt, ich sage dir jetzt gerade mal, wie ich es denke. Wenn man da heute nicht alles bekommen, bekommen wir es morgen. Nice and clean. Okay, hier ist wieder so ein Marine-Käferle. Von dem träumst du, ich sollte dir demnächst mal eins besorgen, glaube ich, hast schon recht. Ich glaube, hier musst du im Wasser nicht so Gedanken machen. Ist das ein Audule? Ist ein Audule. Ich guck mal, ob ich reinhocken kann. Surprising that Christy, an all-American girl, owns a right-hand drive sports car. Sehr, sehr geil. Ist schon ein bisschen mitgenommen. Die laden ja eins zu pflücken, ne? Hier, guck mal. Guck dir das mal an. Ich baller mich weg vor Freude ohne Schreck. Da liegt noch was. Alles ist gut. Oh, shitty. Sehr genial. Davon habe ich noch nicht mal geträumt, so viel wie da jetzt gerade rauskommt hier. Sind es die, die ich brauche? Sind es die, die ich brauche? Ich muss kurz herkommen, das ist ja der Wahnsinn. Ja, das war der Vergrößerungscocktail, der ist aber jetzt im Moment noch nicht wichtig. Robuster Schleifstein brauche ich für die Batzen.
Yo, Leute. Hier, den will ich auch. Ja. Und schon ist es mit dem Rost nicht mehr ganz so wichtig. Milchmolar. Was seid denn ihr hier für Jungs? Saure Süßigkeit, auch ein T3-Material, auch abzubauen mit dem Hammer. Saure Klumpen, Leute. Ist es mal wieder was zum Entdecken? Saure Klumpen. Wie geil ich das mit dem Trinket finde, kann ich euch nicht sagen, ne? Absolut göttlich. Ich speichere mal sicherheitshalber. Bin gerade total unsicher. Ich muss die andere Waffe. Ich muss auf jeden Fall eine andere Waffe hier drauf ziehen. Hier, guck mal. Ein ganz kleines. Da hinten liegt, glaube ich, was. Ein ganz kleines bisschen wie ein Paradies, wenn du mich fragst. Oh, schön, dass die jetzt hier so ein bisschen massenhaft da rumliegen. Bedeutet für uns nichts anderes wie. Seht ihr das auch oder täuscht mich das? Hier, das da. Und das wächst, glaube ich, von außen raus. Frag mich natürlich. Geht's denn hier hin? Oh, da vorne liegt noch mehr Zeug. Mich wundert, dass das alles so unbewacht hier rumliegt. Nicht, 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 das wird nix. Ein oberster Marmor ist es sogar gewesen. Ich muss gucken, dass ich nichts da lasse. Sieht gut aus. Seid ihr, was ich kenne? Ja, die kennen wir. Ey, wir sind jetzt in der Nähe von der Burg. So nah haben wir die Burg auch noch nie gesehen. Die sehen anders aus wie unsere, wenn du mich fragst. Oh, guck mal, hier ist auch so ein kaputtes Ding. Das sind schon die normalen, ne? Nee. Tigermücke. Von denen steht doch ständig was in der Zeitung, oder? Gucken wir gleich. Ach, hier gibt's auch Bärchen. Weißt du was? Wir müssen hier auf jeden Fall Dingsler aufspannen. Eine Seilbahn rüber. Pure Summer Poison on me. Klemmix, sagt er. Aber wo ist der Rasen? Er war da hinten irgendwo. Wir laufen jetzt gleich diese eine Schlucht da rein. Lass mich gucken. Die sind ja auf jeden Fall aggro, ne? Hacken. Frisch schlitzen. Frisches Schlitzen haben wir nicht, aber Schlitzen haben wir. Und zwar in der Form hier. Nur für den Fall, dass eine rüberkommt. Ey, die Burg machen wir auf jeden Fall auch noch. Ich glaube zwar nicht, dass es das so ein Dungeon ist, wie ich es mir vorstelle, aber wenn ich die Mücken sehe, Dungeon genug, ne? So, wir speichern hier. Wir nehmen einen Verband. Gönnen uns einen Schlons. Hungeranzeige ist voll. Ich habe gespeichert. Wir machen hier Ihmchen. Und jetzt gucken wir mal. Irgendwie, da würde ich gerne mal reingehen. Ah, da hinten ist auch noch ein Chip. Ich hoffe, dass wir da eine Dings bekommen irgendwann. Ist da wieder ein Spielfehler mit diesem Strich hier? Der zieht sich aber auch durch, ne? Hier, dieses Dings. So, ich weiß nicht, was uns hier erwartet. Ich gehe auf Schild und Kolben. Die Frage wäre, ich glaube, rein von der Tatsache her, wo wir den das letzte Mal gesehen haben, müssen wir eher hier innen drin entlang. Komm, wir machen das jetzt. Das ist das erste Mal, dass wir sterben hier. Ich sag, ich weiß halt nicht. Was noch so alles? Oh, Käfer. Ich versuche natürlich, mich so wenig wie möglich jetzt mit allen anzulegen.
Ist da vorne der Stumpf? Guck mal. Hier, wie sie mich anblinzeln. Assel ist gut. Ameisen kriegen wir irgendwie in den Griff. Ne, es ist nur eine Schlucht. Was heißt nur? Die letzten Schluchten waren nicht so geil. Ja, da ist auch wieder ein großer Käfer drin. Du bist aber eine ganz normale, ne? Ja. Wollen wir... Wir gehen mal da oben raus. Hallo, bitte beschütze mich. Grassamen, die hole ich dann immer, wenn ich sie brauche in Zukunft. Hier! Junge, Junge. Ein oberster Quarzit, da kriege ich so viel Waffen aufgewertet. Bis mir übel wird. Ist der Wahnsinn. Unsicheres Gebiet. Du weißt, was hier abgehen könnte eventuell noch. Nämlich vom Gefühl her dasselbe wie eingangs vom Spiel in allen Gebieten. Und schon bist du unsicher. Und schon bist du vorsichtig. Und schon wird's dunkel. Kann auch sein, dass wir da nicht gleich so hinkommen, wie ich es mir vorstelle. Hallo. Hier ist auf jeden Fall ein Eichenast. Boah, Leute, was hier alles gibt. Aber das ist nicht... Da hinten könnte ein Stumpf sein. Ich laufe mal hoch. Könnte natürlich sein, dass wir jetzt hier... Oh, schön, das hole ich mir. Nee, ich hole mir es doch nicht. Hab's mir gerade nochmal überlegt. Also irgendwie wird ja das Ding in einem Stumpf enden, oder? Hallo. Es muss gehen, Dickerle. Ich spür's. Hier, da irgendwo muss dieses Trinket sein. Frag mich nur nicht wo. Ah, jetzt wird's dunkel. Das habe ich jetzt gar nicht berechnet. Okay, hier hat's jede Menge von den Käfern. Nee, nee, Spatzel, Spatzel. Und Donut. Ich fühle mich so an. Leute, das wird immer mehr. Das Gebiet wird immer größer statt kleiner. Da müsste man eigentlich hin, aber irgendwie soll ich das ganz ehrlich mal was sagen. Traue ich mir nicht. Irgendwo hier gibt es dieses spezielle Trinket, wo, glaube ich, alle Stats ein bisschen erhöht, die man so hat. Ja, jetzt haben wir das Problem. Ich hätte jetzt gerne hier gepennt. Das Problemchen ist nur, ich habe nichts zum Ding dabei. Drei Kleeblätter und Sprössis, aber Klee haben wir jetzt hier nirgends, ne? Schade. Und im Dunkeln das Gebiet weiter erforschen könnte eventuell uns das kleine Leben kosten, das wir haben. Mama, ich spring mal runter. Vielleicht finden wir Klee. Ja, da ist Klee. Baba guckt nochmal schön, was er braucht. Drei Klee, zwei Sprössis. Was ist denn das hier? Hä? Irgendwie habe ich das Gefühl, ihr seid andere. Jo. Zecken. Wir haben ein Rezept, wo man Zecken braucht. Oh. Hallo. Oh, Alter, wie viel haltet denn so ein Zeck aus? Ich muss die gleich mal lesen. Ich nehme mal Spaß halber den. Ne, das bringt noch weniger. Und die machen Damage. Oh, oh. Ey, das sind doch nur Zecken. Ey, wir sind absolut noch nicht bereit für hier, glaube ich. Die Zecken. Wo, wo, wo? Schaf. Haben wir nicht eine Schafwaffe gehabt? Ne, eine Schafwaffe wollten wir uns noch holen. Das ist natürlich blöd. Zecke. Alter, geht das ab. Aufbrechenresistenz. Möglicherweise tun wir uns einen Gefallen, da wir kein Schaf haben, wenn ich es richtig weiß. Ich mach mal so, ne?
Da wären Sprössis da unten und da hinten haben wir Klee. Aber wir haben auch das Problem. Du brauchst hier eine Scharfwaffe dann. Also, dann gehen wir hierher und holen das Katana first. Kämpf. Kämpf. When hiking, you're supposed to wear your socks over your pants to keep the ticks out. Scheiße, ich kann jetzt nicht einfach runter, ohne mich den ganzen Zecken da zu nähern. Ist aber nicht so schlimm. Ich brauche ja nur geschwind. Da vorne ist Klee. Warte mal, ich zieh mal unsere Axt. Wo ist die? Hier. Ich zieh mal die Axt auf die Hammerstelle. Ich hol kurz Klee. Pass mal auf. Das habe ich. Dann brauche ich die zwei Sprössis, die ich sah. My mom always says I light up a room. Und zurück auf den Baum. So, Schild. Okay, eine Stunde muss ich noch aushalten. Ja, sauber. Das ist jetzt noch spannender, als es bisher war. Guck mal, auch da hinten super interessant mit dem Efeu. Und hey, wir sollten irgendwie auch mal versuchen. Ich glaube, an dem Schubkarren dürfte es auch jede Menge Rost geben. Hä? Haben wir Zecken entdeckt? Haut's mich um. So, wir bleiben hier zusammen. Ne? Ich mache jetzt hier keinen Schnitt. Ich versuche allerdings noch durchzustoßen, um Rost zu holen. Was leuchtet denn da oben? Da leuchtet irgendwas. Also da müssen wir demnächst mal gezielt dann hin das Trinket holen. Ne? Hier warte ich jetzt einfach nur, bis ich pennen kann und dann pennen wir direkt. Und dann versuchen wir noch an die Roststelle zu kommen. Wir brauchen 5 Rost. Zur Not hole ich sie dann doch bei uns. Aber mir war wichtig, dass wir jetzt hier reinlinsen heute. Es ist ein traumhaftes Chaos hier. Ich lieb's. Und wie viele Tiere wir jetzt gleich entdeckt haben, die Stechmücken, die Zecken, weißt du? Was natürlich toll ist, da wir jetzt hier schon bei 31 sind. Das heißt, es fehlen noch 12 aggressive, die 12, Alter. So, wie weit sind wir? Gleich ist soweit. Halten wir noch ein bisschen durch. Trinken habe ich noch dabei für alle Fälle. Heiltränke wird es langsam eng. Aber passt schon. Also, dann bauen wir uns den Speer. Dann holen wir uns frische Effekt drauf. Dann holen wir uns das Katana. Dann haben wir auf jeden Fall... Was haben wir denn dann an starken Waffen? Also, Zweihandwaffen hätten wir dann einmal hier. Mit dem speziellen Effekt, den die Waffe halt macht von der Brutmutter. Wir haben Salzschwert. Dann haben wir den Dreier Speer mit Frische und dann haben wir ein Katana, also Zweihandschwert mit Würzschaden. Sehr geil. So, schlafen 8 Stunden. Ich penne trotzdem. Brauche ja auch kurz die Zeit, mich nochmal herzurichten. Sind wir auf jeden Fall gerade im absoluten Highlight-Gebiet und wir sind nicht wirklich dafür bereit vom Gefühl. Obwohl wir jetzt nicht schlecht ausgerüstet sind, das nicht, aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir da schon sein sollten. Bisschen vielleicht zu früh, aber nur ein bisschen. So, das hier und das hier ist natürlich geil, dass wir das haben. Das hier ist, und das hier ist auch cool, dass wir das haben. Ganz kurz, wo haben wir denn jetzt die Federpfeile schon wieder her? Da müssen wir dann durchgucken, da müssen wir dann auch durchgucken. Den haben wir auch. Den haben wir auch. Zum Essen habe ich nichts, aber mein Trinketle füllt mich auf. Wir trinken selber einen Schluck. Wir trinken noch einen. Schild. Waffe. Wenn wir zu dem Rasenmäher wollen. Pass mal auf, ich versuche mich mal hier rüber zu retten zur nächsten Wurzel. So. Wir können ja mal gucken, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt hier das Ding spontan finden. Stumpf. Ich würde mal gerne wissen. Der sieht mir nicht so einladend aus. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe mich da mal drüber erkundigt. Das liegt aber schon eine Weile zurück.
möglicherweise, aber da hat's diese Mücke. Da muss ich nochmal, nee, da warten wir, bis wir die richtigen Waffen haben. Lass uns mal da hintere jumpen. Hier ist auch eine. Ich sollte von den Pfützen wegbleiben. Ich habe das Gefühl, jeden Moment erwischt uns hier jetzt irgendwas. Was ist das? Den kennen wir, ne? Den kennen wir. Ich glaube nicht, dass das so cool ist, dass wir hier sind. Ich hätte nie gedacht, dass die Milfs nochmal auftauchen in der Version, die uns nochmal das Fürchten lehrt. Da will ich hin. Aber das sieht ja erstmal hier ziemlich gut aus, ne? Irgendwas fliegt hier noch. Boah, Alter, die Schlucht hier durchlaufen ist bestimmt auch dann ein absoluter Knaller, oder? Junge, haben die hier richtig Gas gegeben in dem Gebiet. So, hier ist der Werkzeugkoffer. Ich glaube, da will ich hin. Kann ich darüber? Ist das genial. Ist das genial. Irgendwo hier sind ein Haufen von den Tieren, die wir noch nicht haben. Da drüben liegt eine Schraube. Ich glaube, das war hier. Wollen wir mal gucken? Wollen wir mal gucken, ob man da geschwind hinkommt? Ich nehme den Hammer auf Axt. Kannst du ja machen. Jetzt bin ich gespannt. Nee, hier. Ist der Hammer. Guck mal, da liegen ganz viele. Also hier findest du Rost ohne Ende. Ich meine aber, ich habe da mal was... Ich meine, ich habe da mal was gehört oder gelesen, als ich mich... Das ist die, die wir kennen, ne? Ja. Das ist irgendwo vielleicht der Schublade da? Oh, Jesus. Scheiße. Scheiße, mein neues... Oh, da ist eine Forschungsstation. Kann sein, dass irgendwo hier drin in diesen Schubladen... Guck mal, hier ist alles voll mit Rost. Das ist das wahrscheinlich, was ich gesehen habe damals. Hier sind Spinnenhudeln. Weiß nicht, wie toll ich es finde. Mach mal geschwind. Ich meine, ich erinnere mich, irgendwas habe ich gelesen, in den Schubladen musste gucken. Da ist dann auch nochmal ganz viel, aber... Ich kenne den Weg natürlich nicht. Doch, da ist auch die... Hier ist alles voll, also brauchst du keine Schubladen. Kannst du einfach hier raus. Da ist die Ameisen, da werden wir jetzt eben... So, da hinten will ich einmal drauflaufen, geschwind. Ja, ja, ich bin mir schon klar, dass ihr jetzt sauber seid. Das ganze Ding ist schön verrostet. Oh, guck mal hier, was da alles zu entdecken gibt. Haut's mich aber um, du. Ja, die meine ich. An die erinnere ich mich, als ich mich erkundigt habe. Ich glaube... Bin ich jetzt erschrocken? Nee, nee, nee. Entweder gibt es noch eine Schublade. Oder aber... Das haben sie geändert und das Zeug liegt jetzt draußen. Irgendwas hat uns angespuckt. Ah, hier kann ich auch was wegmachen. Das war eine Spinne. Kann das sein, dass es eine Spinne war? Eine ganz normale Orb, die uns gerade angekrotzt hat? Hier ist zwar jede Menge drin, aber es lässt sich nicht alles nehmen. Ne? Ist auch nicht so schlimm. Hier sehe ich noch einen Brocken. Also wir haben den Rost. Das bedeutet für mich, was war das? Ein 5er Gabelschlüssel? Wir müssen morgen hier einfach nur raus. Dann können wir uns den Speer bauen, den wir haben möchten. So, und da wir auch jede Menge hiervon gefunden haben, lässt sich eventuell sogar noch mehr anstellen morgen.
bezüglich Aufwerten, komme ich hier wieder raus oder war das jetzt eine scheiß Idee von mir? Also hier ist natürlich jede Menge, wenn wir noch mehr Rost brauchen, können wir den jederzeit holen. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Jetzt ist noch mehr ein Spielplatz, als es vorher schon war. Wo ist denn die, die da so gespuckt hat? Da wird es wahrscheinlich dann die Zapfen haben. Wenn du nicht fliegen kannst, probierst du es gar nicht. Stingele. Hammer. Oh oh. Das letzte Mal, als ich gesehen habe, wie Tiere eingesponnen waren, war das bei der Brutmutter. Ich habe mal gespeichert, ne? Was ist denn das? New one for the beast, Jerry. Wenn die nichts weiß, aber dass die nicht gesund ist, weiß ich. Oh Scheiße, die haben wir dann auch noch vor uns. Schwarze Witwe. Ach du Scheiße, ich dachte, das hat sich mit Spinnen. Okay. Weiß nicht, ob es mehrere davon gibt, aber die haben wir auf jeden Fall jetzt schon gefunden. Das heißt, sie ist irgendwann fällig. Hallo. Ist lange her, dass in den Laboren mal was Gescheites drin war, gell? So, wir machen einmal die da. Schwarze Witwe, ich guck gleich, wie die aufgestellt ist. Nur Hirnschmalz, okay. Sind sogar schon über den Punkten, die möglich, die man braucht. Reparaturkleber und Säurepfeile. Daten. Zecke. Schwarze Witwe T3, 4 Herzen. Schwächen keine. Resistenz gegen Hacken, Aufbrechen, Stechen, Frische, Schlitzen, Salz, Scharf, Sauer. Die legendäre Killerspinne in klassischem Schwarz und Rot, erkennbar an der Stundenglasmarkierung, die anzeigt, dass deine Zeit gekommen ist. Man findet sie im Bereich der oberen Hof, lässt beim Tod Spinnengift und Spinnenfang fallen. Ja, was? Generisch sehe ich aber hier nicht, ne? Kriegt es mit der Mutterkeule. Leute, ich speichere hier ab. Wir gehen natürlich morgen gemeinsam hier raus aus diesem Teil des Gartens. Und dann geht es weiter wie gehabt. Da haben wir noch einiges vor uns. Und es war, glaube ich, schon lange nicht mehr so spannend, einfach irgendwo rumzulaufen wie jetzt hier. Das war jetzt schon Knüllermüller. Da drüben ist ein Kaugummi. Vielleicht können wir den morgen noch mitnehmen. Also, ich hole euch morgen hier an Ort und Stelle rein und dann geht es wieder raus aus diesem Teil des Gartens. Bin sehr gespannt. Bis dann.